Hallo Kinder, ich bin jetzt in Grindavík in Island und ich gucke mir gerade an, was hier so alles passiert ist während den Ausbrüchen früher im Jahr, also in den Monaten am Anfang des Jahres. Und hier sieht man eine große Spalte, die sich aufgetan hat. Ich zeige es mal kurz. So, hier ist die Spalte, die sich hier aufgetan hat und die ging natürlich hier durch die Straße. Dann haben die Leute hier eine Metallbrücke hier über die Straße gelegt und das ist natürlich ein bisschen abgesperrt und aufgefüllt. Die Straße kann man gerade so wieder benutzen. Wir sind hier mit unserem Jeep und da sind wir gerade drüber gefahren, so das funktioniert. Aber die Spalten sind natürlich dann jenseits der Straße auch noch zu sehen. So, und hier sind mehrere Spalten, hier sind auch kleinere. Und hier ist ein Gebäude und das Gebäude hat natürlich die Spalte auch abgekriegt. So, hier sieht man einen großen Riss, eine große Spalte hier in der Seite von diesem Gebäude. Und hier ist noch ein zweiter größerer Riss und mehrere kleine Risse hier. Und das heißt natürlich, dass das Gebäude nur schwer bewohnbar ist. Da müssen die Leute erstmal einen Ingenieur oder Architekten kommen lassen. Der muss sich das angucken und schauen, ob man das noch richten kann oder ob dieses Gebäude nicht mehr bewohnbar oder benutzbar ist. So funktioniert das hier. Große Spalten hier in der Erde und in den Gebäuden. Und deswegen sind natürlich alle Leute im Moment aus dem Ort Grindavík evakuiert, weil das kann jederzeit passieren, dass so eine Spalte sich auftut und das Haus kaputt macht. Stell mal sich mal vor, wenn das nachts passiert, wenn Familien schlafen mit Kindern, das ist nicht schön. Und deswegen müssen jetzt alle Leute hier außerhalb von Grindavík schlafen. So, ich sage tschüss hier aus Grindavík und heute ist auch sehr regnerisch. Ist ein bisschen so trübe Stimmung, aber so ist es manchmal in solchen Katastrophengebieten. So, macht's gut, Kinder, und freut euch, dass sowas in Dettelbach nicht vorkommt. Also, tschüss, macht's gut!